Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und erstmal ein bisschen Real Talk hier, denn auf meinem Kanal gab es lange, lange Zeit nichts, also der war wie tot und ich möchte mich erstmal bei allen Leuten bedanken, die mich jetzt trotz der Stillstandszeit, sage ich mal, weiterhin unterstützt haben, bei mir geblieben sind, auf meinem Kanal geblieben sind und ja, auch vielen, vielen Dank für die Leute, die meinen Kanal jetzt neu abonniert haben und dann trotzdem lange Zeit nichts Neues gesehen haben. Ja, mir ist privat leider was ganz, ganz Schlimmes passiert und das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es gibt Phasen im Leben, wo man dann wirklich gar keine Lust, gar keinen Nerv auf andere Sachen hat und das war jetzt so eine Phase. Ich hatte keine Lust zu zocken, ich hatte keine Lust YouTube-Videos zu machen, eigentlich gar nichts. Einzige, was gut war, wirklich in der richtigen Realität, ja, mit Freunden was unternehmen. Und ja, das hat mich jetzt über die Zeit gebracht, auch wenn VR echt genial ist, aber das hat mir in der Zeit jetzt nicht geholfen. Da war ich lieber wirklich in der wirklichen Realität unterwegs. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr bei mir geblieben seid, mich weiterhin unterstützt, meinen Kanal unterstützt und klar sind auch ein paar Leute abgesprungen, kann ich auch verstehen. Wie gesagt, es gab lange Zeit nichts, aber ich hoffe, ihr habt alle Verständnis dafür, dass es manchmal im Leben Phasen gibt, wo man echt wichtigere Sachen zu tun hat als ja, so ein YouTube-Kanal, den ich wirklich nur hobbymäßig ja mache neben meiner Vollzeitarbeit und ja, eigentlich früher neben meiner normalen Ehe, jetzt nicht mehr. Und ja, deshalb wird jetzt nach vorne geschaut und ich versuche wirklich euch wieder schönes Gameplay-Material zu zeigen. Ich bin da auf einem guten Weg wieder, auch wieder der witzige, lustige, ja, Sebastian oder Tupac, wie auch immer wollt, zu werden. Und ja, das zeige ich euch hoffentlich heute in dem Gameplay-Video. Ja, es wird ein Quest-Gameplay-Video, Angry Birds, wie ihr hier schon seht. Und in Angry Birds hat jetzt ein Level-Builder Einzug gehalten. Das heißt, man kann sich selber Level kreieren. Ist echt cool gemacht. Da hat man viele, viele Möglichkeiten. Man braucht natürlich auch viel Zeit, um das Ganze vernünftig zu machen. Aber wie gesagt, für Leute, die sowas echt gerne machen, schaut euch das an. Da hat man echt super viele Möglichkeiten. Kann Freunden vielleicht zur Verzweiflung bringen, damit man ja, Level kreiert, die gar nicht so wirklich möglich sind zu schaffen oder nur ganz, ganz schwer zu schaffen sind. Ja, das mal dazu und schauen wir uns mal kurz die Seite an. So, jetzt sind wir hier. Wir sind auf der Oculus-Seite. Das hat auch Cross-Buy, das heißt, wenn ihr das für die Quest kauft, habt das auch für die Rift S und umgekehrt auch. Also ich habe es jetzt auch kostenlos in den normalen Store bekommen. Ich habe es aber vom Entwickler bekommen. Danke nochmal dafür an den Entwickler. Ja, muss ich auch immer mal wieder erwähnen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man solche Keys bekommt. Und ja, kostet 14,99 € im Oculus Store. Da man dann wirklich für beide Brillen das ja, hat, ist es natürlich okay. Und ja, Bewertungen sind auch ganz gut. Und jetzt können wir mal auf Steam wechseln. Ja, für Steam gibt es natürlich auch Steam VR, Angry Birds und ja, wie wir hier sehen, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die VMR-Brillen werden hier unterstützt. Man kann sitzend oder stehen spielen. Und kostet hier nur 12,49 €. Muss man natürlich wissen oder ja, entscheiden, brauche ich das jetzt für die Quest und die Rift S oder ne, wenn ich eine Quest hätte, würde ich immer für die Quest kaufen, definitiv. Wenn ihr keine Quest habt, würde ich definitiv für einen Steam VR Shop kaufen. Also das muss man sicher halt selbst entscheiden oder für sich selbst entscheiden. Ja, das war es eigentlich erstmal so soweit. Es gibt halt Standard-Level, ganz normale Level, die schon vorgefertigt sind. Man hat dann einen Gruselmodus, den habe ich leider noch nicht freigeschaltet. Ich habe heute das erste Mal wirklich damit gezockt. Ich kann es vorher nur vom Handy. Macht aber in VR echt viel, viel mehr Spaß, als mit dem scheiß Handy zu spielen und da so zu sitzen. Also hier ist man wirklich drin in Angry Birds. Cool wäre da noch auch wieder ein Koop-Modus, vielleicht, wo zwei Leute dann wirklich ja, immer mal wieder abwechselnd darauf schießen können, von verschiedenen Positionen aus. Ja, die kann man natürlich auch wechseln, ne? Wenn man jetzt hier nicht so viel Platz hat, sich im wirklichen Raum zu bewegen, kann man die Positionen auch wechseln. Da gibt es immer mal wieder Punkte, wo man hinteleportieren kann, ist ganz cool, aber werdet ihr gleich auch im Gameplay sehen.
Ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Gameplay. So Leute, hier sind wir bei Angry Birds VR, Isle of Pigs oder wie ich es nenne, die Insel der Schweinebacken. Denn es gibt ja im wirklichen Leben auch immer wieder Leute, die so aussehen, ne? Wie Schweinebacken. Von daher passt das ganz gut. So, ich zeige euch jetzt erstmal ein bisschen vom Gameplay und danach gibt es auch noch hier den Levelbauer, den Level-Editor. Da versuchen wir mal so ein kleines Level zu erstellen. Ob ich da wirklich gut bin, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, gehen wir erstmal hier zum Sandstrand. Also ich kenne es auch wirklich nur noch vom Handy. Aber in VR ist es natürlich auch cool, wie man jetzt hier sieht, ne? Die kleinen Vögel kann man sich direkt hier anschauen. Bewege den Pfeil in die Nähe der Schleuder. Ja, hier kann man mit dem Trigger halt ziehen, ne? Und dann, komm, wir räumen mal hier ab. Sieht ganz nett aus. Auch grafisch echt nicht schlecht. Und weiter. Jawohl, wir wollen mehr. Ich springe mal automatisch dahin. Okay. Da haben wir Dynamitkisten. Die können wir auch. Komm, die holen wir uns mal, oder? Mal schauen, wie wir uns bewegen können hier. Kommt der Guardian schon zum Einsatz? So. Oh, der kippt, der kippt. Yes. Ja, Schweinebacke, da ist nichts zu lachen, ne? Bam. Nächstes Level. Drücke den Trigger, um zu teleportieren. Ah, okay. Jetzt haben wir hier auch verschiedene Möglichkeiten, uns immer wieder zu teleportieren. Das Ganze aus der anderen Blickwinkel zu sehen. Auch von hier ist ganz gut, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob wir den. Komm, den blauen kriegen wir. Versuchen wir mal wegzuballern. Ja. Der bringt schon echt viel. Hat überhaupt ein Schwein überlebt? Nein. Schweinebacken down. Okay, das ist Dynamitkiste. Schauen wir mal. Ist denn da auch noch eine? Ich glaube, bringt nicht viel, wenn wir die Dynamitkiste jetzt holen. Wir holen uns hier mal den Pfeiler. Und dann bricht das Kartenhaus zusammen. Ja, im echten Leben können auch schon mal Kartenhäuser zusammenbrechen, ne? Passt auch hier wieder ganz gut. Da wird natürlich immer ein bisschen schwieriger jetzt. Komm, hier holen wir uns mal als erstes die Dynamitkiste. Das bringt schon mal viel. Wie die Vögel immer. Ah! Guck mal. Sehr geil. So, jetzt müssen wir den aber zum Einschuss bringen. Jawohl. Spatz in der Hand. Ja, wir haben keinen Spatz mehr in der Hand. Okay. Okay, da sind irgendwelche Ventilatoren. Weiß das noch nicht. Bringen die unsere Vögel jetzt zum Wegfliegen? Nee. Das hat jetzt keinen Einfluss, ne? Nur die Kisten und so was. Fliegt dann nochmal anders. Ne, warte. Wir teleportieren mal da hinten hin. Okay, komm. Wir hauen den hier weg. Dann müsste das eigentlich. Eigentlich einstürzen, wollte ich sagen. Really? Okay, neu. Erste Niederlage für uns hier. So sieht's aus. Ne, da war eine Dynamitkiste. Die holen wir uns. Jawoll. Komm, fall runter. Okay. Der wollte nicht. Den holen wir uns aber anders. Aus. Also ich muss sagen, macht mehr Spaß als auf dem Handy.
Auch wenn es noch nicht wirklich schwer ist. Chuck ist bei aktivierter Spezialfähigkeit schneller als Red. Lass den Trigger los, um zu feuern. Und ich glaube, dann kann man den nochmal antriggern, ne? Dann fliegt der, glaube ich, nochmal schneller. Warte mal. Ja. Wenn man nochmal Trigger drückt, dann wird der schneller. Der kleine Chuck hier. Ja, so ist das im Leben. Schweinebacken verlieren halt immer, ne? Schweinebacken verlieren immer. Jetzt haben wir hier Red. Können wir auch einfach wechseln zwischendurch? Ne, wir müssen wirklich nach der Reihenfolge, oder? Probieren wir ein paar Tasten. Ne, okay. Na, wir schauen jetzt mal. Komm, den holen wir uns. Ah, ich hatte die Hoffnung, dass der noch einen Turm mitnimmt. Hat leider nicht geklappt. Gucken wir uns das Ganze von der anderen Seite an. Okay, wir können eigentlich den hier. Jawohl. Ja, und jetzt ist das eigentlich relativ easy, ne? Okay. Ja, immer weiter. Da ist ein Red. Gucken wir uns das Ganze nochmal woanders an. Machen wir den hier. Dickes hier wegknallen? Ah, schade. Ich dachte irgendwie, der fällt nach rechts. Na komm. Der hier muss doch weg, oder? Den Chuck braucht man nicht. Den Chuck braucht man nicht so. Komm. Da haben wir jetzt nicht viele Möglichkeiten zu gucken. Ja, der ist ganz gut. Der ist mittig. Der war gut. Der war sehr gut. Da muss man auch ein bisschen Glück haben ab und zu. Okay. Ja, da ist nix. Da. Komm, wenn wir die uns holen. Ich guck mal, dass ich ein bisschen zur Seite gehen kann. Ja, der kippt um. Yes. Der geht mit, oder? Nein. Okay. Zwei Vögel, zwei Schweine. Zwei kleine Schweinebacken. So, den holen wir uns auch noch hier. Och, nee, ne? Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass der umkippt und danach dahin kippt. War natürlich nicht so, okay. Eine Schweinebacke hat überlebt. Ja, nochmal. Das Level nehmen wir nochmal mit hier. Vielleicht muss man immer mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Komm. Kann der eine große Turm nicht mitkippen? Ich weiß nicht, ob der eine Turm mitkippen würde. Ich würde gerne den zum Einsturz bringen, nach da. Da müssten wir aber irgendwie... Warte mal, wenn wir den hier... Jawoll! Flieg, Schweinebacke, du bist frei! Okay, ich würde sagen, ein Level machen wir noch und danach gehen wir mal so ganz kurz in den Level-Editor. Schauen wir uns das mal kurz an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da tolle Level hinbekomme auf die Schnelle, aber schauen wir einfach mal. Der schwebt da schön. Da ist eine Dynamitkiste. Da ist eine. Wir haben drei gelbe Vögel. Das heißt, wir können Holz relativ gut kaputt machen, ne? Komm, wir probieren mal hier erstmal die Dynamitkiste. Okay, die war nichts. Die war nix. Das war gut.
Jetzt haben wir nur noch eine kleine Schweinebacke, ne? Eine kleine Schweinebacke. Stirb! Ja, haben wir geschafft, oder? Ach komm, einen machen wir noch, dann gehen wir in den Level Editor. Einen will ich jetzt noch sehen. Wow! Okay, dann direkt hier so ein... Okay, da sieht es nicht so wirklich wie eine nette Dame auch aus, wenn er hier ein Bikini trägt. Okay, was passiert denn jetzt hier, wenn wir die hier... Was passiert, wenn wir den hier kaputt machen? Der singt, okay. Okay, da passiert nichts auf die Schnelle. Also das will ich jetzt definitiv noch schaffen, bevor wir hier nochmal was anderes machen. Wir probieren die Kisten mal auf den zu schleudern. So. Okay. War eine gute Idee. Ich weiß natürlich nicht, ob da noch eine Schweinebacke drin ist. Nee. Nicht mehr friedlich. Nee, nicht mehr feierlich. Nicht mehr friedlich. Friedlich waren wir jetzt auch nicht. Okay, dann gehen wir mal ins Menü. So. Da gibt es einen Gruselmodus, den kann man freischalten. Wahrscheinlich, wenn man hier alle Schlösser geknackt hat. Habe ich jetzt nicht. Dann gehen wir mal in den Level-Erbauer. So, hier haben wir Slots. Da können wir Level erstellen. Das sind einige, die man hier sich selbst erstellen kann. Auch echt nicht schlecht. So, bauen. So, jetzt haben wir hier unser Panel. Das können wir uns auch dahin ziehen, wo wir wollen. Hier haben wir diese Karte und ja, hier können wir immer wieder Sachen anklicken. Hier haben wir Schweine, hier haben wir die Vögel, die wir zur Auswahl haben. Ich glaube, die hier waren, die sich in drei so aufsplitten können, ne? Können wir auch mal mit reinnehmen hier. So. Na komm, bauen wir mal was. Machen wir mal hier. Erstmal ein Fundament bauen hier. Kann man auch zwei so zusammenstellen? Ja, guck mal. Ah, der will nicht so. Nee, komm. Aber das wird eh nicht halten. Komm, wir nehmen das weiterhin als Plattform. Aber wenn wir es wahrscheinlich nicht brauchen. Sieht schöner aus. So. Hier haben wir die dickeren Blöcke. Ob wir uns da irgendwas zaubern können. Ich wage es zu bezweifeln. Aber man kann dann immer wieder probieren, ob das auch hält, was man hier gebaut hat. Dann können wir mal jetzt hier. Da müssen wir aber mal anderen nehmen, ne? So. Muss ja schon passen. Hier haben wir vier Stelzen. Plattform drauf. Und dann nehmen wir uns mal hier so eine Schweinebacke. Erstmal hier so einen, ne? So. TNT. TNT. Dynamite. Und jetzt können wir das Ganze spielen. Auf Play. Ne? Als ob wir ein ganz normales Level hier jetzt haben. Guck mal, was da passiert. Klappt doch schon mal ganz gut. So, weiter in den Editor rein. Kann man das Ganze noch weiter nach oben hin ausbauen? Komm, wir probieren das mal. Ich glaube, hier kann man auf jeden Fall ganz tolle Sachen bauen, wenn man sich hier echt viel Zeit nimmt. Und mit den Thumbsticks kann ich immer hoch und runter. Ne? Wie ihr seht. Auch ganz praktisch. So, nee, den will ich nicht. Können wir den irgendwo nutzen? Den können wir gleich nutzen, bestimmt. So, hier nochmal einen drauf. So, ist das Dach.
Und da setzen wir jetzt auch noch eine Schweinebacke hin. Das ist die größere Schweinebacke, ne? So, der kann sich hier so ein bisschen hinter verstecken. So. Wenn wir mal in den Play-Modus rein. Was passiert denn, wenn wir hier einen wegknallen? Boah, das ist sogar so stabil, dass er noch hält. Mal gucken, wenn hier mehrere weg sind. Und weg. Also ist eigentlich relativ komfortabel, das Ganze. Was haben wir denn sonst noch hier? Guck mal, hier haben wir so. Häuser. Komm, hier kann man hier bauen, wie man will. Vögel. Guck mal, hier haben wir auch so einen Ventilator. Komm, da lassen wir auch mal ein Schwein schweben, oder? Gucken wir uns mal an, ob das auch... Okay, der hat ja nicht lang gehalten. So. Läuft doch. Wie gesagt, ich hab mir eben schon gedacht, das gibt eh nichts mit mir hier. Was können die nochmal? Komm hier, wir nutzen die einfach mal. Irgendwie kenne ich die noch irgendwo her, aber weiß jetzt nicht wo. So, hier versteckt können wir noch so eine Dings bauen. Wir brauchen außerdem viel, viel mehr Schweine. Viel, viel mehr. Guck mal, der kann hier auf der Dynamitkiste sitzen. Oh. Und schon gewonnen. Guck mal, hier hat man dann diese Springpunkte noch, wo man hin kann. Ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen. Man kann hier mehrere Sachen bauen. Hier ist, glaube ich, Glas oder Eis. Ne, das war Eis. Stein. Kann man mehrere Sachen zusammenbauen und ja, sich dann selber Level kreieren. Ne? Wer da Spaß dran hat, der kann das echt machen und kann sich hier komplett austoben. Also ich finde es echt nicht schlecht, dass sie hier so einen Editor reingebaut haben, und wir haben ja auch echt viele Slots zur Verfügung gehabt, also wer da Bock drauf hat, der kann das natürlich. Guck mal, jetzt kann man das hier sogar speichern. Auf Slot speichern, und ja, hier kann er sich so viele Level kreieren, wie er will, ne? Coole Idee, finde ich, vom Entwickler, und ja, wir überschreiben. Beenden. Ja, und hier kann sich dann jeder austoben, und wer keinen Bock mehr auf diese Original-Level hat, ja, kann sich hier frei entfalten, kann dann seinen Freunden auch irgendwas kreieren, was eventuell unmöglich ist zu schaffen. Das war jetzt hier nur mal eine ganz kurze Erklärung, wie das Ganze funktioniert, ungefähr. Also ich habe es jetzt auch zuerst zum zweiten Mal so ein bisschen gefrickelt hier, sage ich mal. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. War wie immer informativ für euch. Und ja, falls euch gefallen hat, einmal ein Like aufs Video. Und ja, wer noch meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der bitte jetzt auf den Abo-Button drücken. Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und ja, Dankeschön fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.